Hallo, heute rechnen wir die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung aus dem Fach NTG aus dem Jahre 2012 und zwar die aus dem Herbst. Die Aufgabe, die wir rechnen, ist die Aufgabe 4 und bei der Aufgabe 4 handelt es sich um ein Pumpensystem, das Wasser fördert über eine bestimmte Höhe und da wird nach dem Wirkungsgrad der Pumpe gefragt und nach den Kosten pro Tag. Wir beginnen wieder mit der Skizze. Die Skizze ist immer zuerst anzufertigen, um so ein kleines bisschen physikalischen Hintergrund zu sehen. Wir haben irgendwo ein Brunnensystem. Aus dem Brunnensystem wird mit einer Pumpe über einen Elektromotor das ganze System zum Rotieren gebracht und wir wissen, dass dieser E-Motor eine Leistung von 10 kW hat. Dann wird das Wasser gefördert, wird über eine bestimmte Höhe das Wasser in einen Tank fördern. Dann sieht das Ganze so aus. Wir wissen, dass die Förderhöhe, die immer auf die Rotormitte der Pumpe, und den höchsten Punkt, sofern dort also sich Luft bilden kann, und bezogen wird. Diese Höhe H sind 5 Meter. Wir wissen, dass es sich um Wasser handelt. Wir wissen weiter zunächst erstmal nichts. Gegeben und gesucht. Das sind ja unsere Standardgrößen. Gesucht ist A, der Wirkungsgrad der Pumpe. Gegeben, siehe Skizze. Und das, was wir vielleicht noch zusätzlich brauchen, wird dann noch entsprechend nachgetragen. Versuchen wir wieder die Lösung. Wieder hat man irgendwie gar keinen richtigen Ansatzpunkt, aber aus der Tatsache heraus, dass hier aus der Höhe ein hydrostatischer Druck erwächst, kann man sofort sagen, irgendwie ist der hydrostatische Druck abhängig von der Höhe und dieses Delta P lässt sich aus der Formelsammlung hydrostatischer Druck leicht nachlesen. Es handelt sich also um Rho mal G mal H. Die spezifische Dichte vom Wasser sei 1 Kilogramm pro Dezimeter Kubik. Ja, und nach kurzem Suchen finden wir einen Zusammenhang, der heißt, die Leistung, oder besser gesagt die theoretische Förderleistung, beträgt nichts anderes als das Delta P mal dem Volumenstrom. Und der Volumenstrom, der ist hier mit V Punkt gleich 500 Kubikmeter pro Stunde angegeben. Volumenstrom heißt Volumen pro Zeit und nur zur Erinnerung ist V Punkt nichts anderes als Volumen pro Zeit. Ja, die erste Aufgabe wird sein, das Delta P zu bestimmen. Das heißt, das Delta P ist Rho mal G mal H. Die spezifische Dichte ist 1 Kilogramm pro Dezimeter Kubik vom Wasser mal 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat mal der Höhe von 5 Meter. Wir schauen uns die Größen an und können sofort sagen, Kilogramm Meter pro Sekunde Quadrat, das ist Newton. Und das schreiben wir einfach dahinter. Wir müssen noch die entsprechenden Meter hier in Dezimeter umwandeln, damit wir sie hier leichter wegkürzen können. Ein Meter hat 10 Dezimeter und dementsprechend lässt sich der Druck jetzt angeben in 500 Newton pro Dezimeter Quadrat. Denn die Dezimeter hier,
und hier kürzen sich gegen Quadrat weg. Das heißt, der hydrostatische Druck, Delta P, beträgt 500 Newton pro Dezimeter Quadrat. Dann brauchen wir nur noch in die obige Formel einsetzen, sodass wir sagen können, P ist 500 Newton pro Dezimeter Quadrat mal 500 Kubikmeter pro Stunde. Und wir wissen, die Leistung wird in Watt angegeben, sodass wir hier auf die Basisgrößen zurückrechnen müssen. Und die erste Basisgröße, die leicht zu ermitteln ist, ist die Sekunde. Eine Stunde hat 3600 Sekunden. Ja, und hier wollen wir auf die Größe Meter kommen. Das bedeutet, wir müssten die Dezimeterquadrat umwandeln. Und umgewandelt in Meterquadrat weiß ich sofort, dass ein Dezimeter ein Zehntel Meter ist. Und ein Zehntel Meter zum Quadrat ist ein Hundertstel. Ein Hundertstel Meter Quadrat würde dann mit dem Kehrwert mal 100 zu rechnen sein, sodass wir den Austausch folgendermaßen vorgenommen haben. Ein Dezimeter sind 0,1 oder 1 durch 10 Meter. Und wenn wir das zum Quadrat wollen, dann ergibt sich selbstverständlich sofort 0,01 Meter Quadrat. Und das ist 1 durch 100. Und dementsprechend haben wir mit dem Kehrwert hier die richtige Entscheidung getroffen. Die Leistung P errechnet sich dann zu 6944,4 Watt, weil hier oben Einfachheit halber mal mit 10 gerechnet wurde. In der Prüfung im Übrigen würde ich mich schon exakt an die Zahlen halten, denn so wäre es jetzt Goodwill des Prüfers, gebe ich ihm die Punkte oder ziehe ich ihm welche ab. Ja, die Antwort A ist jetzt schon fast zum Greifen nahe. Das ist die eigentliche Nutzleistung und reingesteckt wird die Motorenleistung von 10 kW, sodass wir sagen können, Eta Pumpe ist also nichts anderes als die Nutzleistung, die 6944 Watt geteilt durch die 10.000 Watt der Pumpe und das sind dann ungefähr 0,96 entsprechen also 69%. So, und damit ist die Aufgabe A abgearbeitet. In der Fragestellung B geht es darum, dass wir die Kosten des Betriebs der Pumpe berechnen wollen. Die Pumpe soll T gleich 8 Stunden laufen. Der Preis beträgt 0,21 Euro pro Kilowattstunde, denn wir bedenken, dass wir nur Arbeit und nie Leistung bezahlen. Der Wirkungsgrad des Elektromotors beträgt 0,85 und dann überlegen wir uns mal, wie wir die Lösung B hinbekommen. Nun, eins ist klar, die Kosten hängen sicherlich von der Leistung ab, die aufgenommen wird. Die aufgenommene Leistung sind nicht 10 kW, sondern die um 15% erhöhte Leistung. Das bedeutet, P-Motor geteilt durch den Wirkungsgrad vom Motor, denn nur durch das Teilen von einer Zahl kleiner 1 kann diese Größe größer werden. Dann brauche ich selbstverständlich die Zeit, denn Leistung mal Zeit ist Arbeit. Ja, und zu guter Letzt brauche ich natürlich auch noch den Strompreis, der dann letztlich das Gesamtergebnis liefern soll. Wir setzen das ein. P
P Motor sind 10 kW. kW deshalb, weil Kilowattstunden auch sich gut dann wegkürzen. Geteilt durch 0,85 mal der Zeit von 8 Stunden mal 0,21 Euro pro Kilowatt mal Stunde, nicht vergessen. Und hier kürzt sich dann Kilowatt, Kilowatt, Stunde und Stunde heraus, Euro bleibt über. Und der Zahlenwert beträgt dann hier 19,76 Euro pro Tag. Und wenn man will, rechnet man das auf den Monat oder sonst etwas um. Und damit haben wir quasi die Aufgabe 4 vollständig abgearbeitet. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.